Ja, willkommen! Eine neue Folge Randall's Mandate! Ich sollte nicht immer so viel. Das ist so komisch am Moderieren, das ist total scheiße. Ja. Das Rätsel ist einfach wie auch bescheuert. Ich hab's tatsächlich. Ich hätt's nicht rausgefunden. Ganz ehrlich, ich hätt's nicht rausgefunden. Ich hätt's nicht gewusst. Ich hätte es ganz ehrlich nicht gewusst. Ich musste jetzt nachgucken. Sonst, ich wäre da nicht drauf gekommen. Ich wäre da im Leben nicht drauf gekommen. Also, definitiv nicht. Weil ich kann nämlich, wenn er jetzt schreibt, kann ich nämlich hier plötzlich eine Visitenkarte klauen. Hätte ich nicht gefunden. Hätte ich nicht. Definitiv nicht. Habe ich nicht drauf geachtet, dass ich plötzlich dann den Dingens habe. Und dann ist nämlich jetzt auch egal, was ich sage. Dann kann ich die Zeitmaschine nehmen, bla bla bla. Und dann kann ich nämlich, eigentlich ist es jetzt egal. Tintenfleck, so. Wir haben hier ja. Und dann kann ich noch irgendwas nehmen. Das ist dann, keine Ahnung, der Astronaut. Und dann. Sehr schön. Noch den letzten, nehmen wir die Pixel. Und jetzt kommt nämlich. Okay, das reicht. Ich habe mir genug von Ihren Wahnvorstellungen angehört. Das ist nicht mein Job, verdammt. Also eigentlich ist es genau das, Doc. Mir egal. Der Test ist vorbei. Sie leiden an einer schweren Form von Kleptomanie. Basiert diese Diagnose auf meinen Antworten? Nein, die basiert auf der Tatsache, dass ich gesehen habe, wie Sie heimlich eine meiner Karten gestohlen haben, als ich mir Notizen gemacht habe. Das ist übrigens bemerkenswert dämlich, denn diese Karten sind dafür da, um sie mitzunehmen. Dachten Sie wirklich, ich würde das nicht merken? Ich bin doch genau hier, Herrgott! Egal. Ich glaube, hier passiert eines von zwei Szenarien. Entweder führen Sie mich aus irgendeinem Grund an der Nase herum, oder Sie sind ein absoluter Schwachkopf. In beiden Fällen muss ich Sie darauf hinweisen, dass ich die entsprechenden Behörden verständigen werde, sollten Sie je wieder meine Praxis betreten. Ich habe nichts davon verstanden, aber plötzlich fühle ich mich hier nicht mehr willkommen. Okay, da dürfen wir wohl nicht mehr rein. Da sind wir wohl... rausgeworfen. Verzeihung, ich bin gerade sehr beschäftigt. Klar. So, mit Ellen, geschockter Patient. Hallo? Ich wüsste nicht, was es da noch zu sagen gäbe. Und um ehrlich zu sein, ich habe etwas Angst, ihn aufzuwecken. Okay, ich glaube... Ich lasse ihn einfach mal in Ruhe. Mit dem können wir auch nichts mehr machen. Dann nutzen wir jetzt aber mal die Gelegenheit und... Ach ja, ich habe jetzt hier die Visitenkarte. Dr. Johnsons Visitenkarte. Fühlt sich gut an und wirkt hochwertig. Wofür auch immer ich die brauche. So, endlich mal speichern. Montag 3, 30.09. hier. Zack. Zwei Stunden mehr gespeichert. So, was machen wir denn jetzt dann? Was machen wir denn jetzt? Jetzt haben wir hier Hausfriedensbruch begangen. Jetzt haben wir Hausverbot. Und was machen wir jetzt mit der Visitenkarte? Was machen wir denn damit? Ich muss ja in das... Verlies von Mortimer. Nicht in das Verlies, in das Zimmer von Mortimer. Würde gern weiterkommen, aber ich weiß nicht wie. Mortimer. Hat keinen Sinn. Kann ich dem... Die behalte ich lieber. Was mache ich denn jetzt? Okay, komm, ich habe mich jetzt so lange mit dem einen Ding rumgeärgert, ich will das jetzt sehen. So. Mortimer ausrauben. Was steht hier gar nicht? Was habe ich denn hier? Suche den Ring. Ja, okay. Fang nochmal oben an. So. Alle Termine sind belegt. Leider ist L nicht vorzulassen. Tollpatschig macht der Prompt kaputt. Muss die Hintergrundmusik ändern. Persönlichkeit ändern. Ach, guck mal hier. Ich kann das so ändern, dass ich selber nicht sehen kann. Wir wechseln Worten. Finden wir raus, dass L ein Bild auf dem Handy hat. Man muss Robert überzeugen, einen Blick auf das Bild zu werfen. So. Doktor, okay, wird verschiedene Bilder zeigen. Der Schlüssel ist hier, als wäre am besten immer die Antwort, die möglichst bescheuert ist. Wird sauer und schreibt sich Notizen auf. Stehle einer seiner Visitenkarten. Wenn der Test vorbei ist und man eine seiner Karten gekauft hat, wirft Johnson einen aus der Praxis. Soweit sind wir. Nun geht's zurück zu Randall. Dann die Karte des Docs mit Mortimers Tür benutzen. Alles klar. Okay, wir müssen die mit der Visitenkarte. Ich hätte jetzt mit so einer Papiervisitenkarte gerechnet, deswegen habe ich nicht. Der sagte zwar, die ist hochwertig, aber
Ich hatte nicht damit gerechnet, dass die irgendwie aus Plastik oder so ist. Und deswegen wäre ich da jetzt auch nicht drauf gekommen. Dann können wir die Tür natürlich mit so einer Plastikvisitenkarte, können wir die Tür hier aufbrechen. Ist klar, das ist klar. Aber ich hätte jetzt nicht erwartet, dass diese Tür, dass diese Karte, weil die sieht mir jetzt auch nicht aus, als wäre die irgendwie, ne? Dr. Johnsons Visitenkarte fühlt sich gut an und wirkt hochwertig. Also von fühlt sich gut an und wirkt hochwertig, würde ich jetzt nicht darauf schließen, dass die irgendwie, dass man damit eine Tür aufbrechen kann. Ganz ehrlich. Okay, finden wir mal raus, ob Türen mit Kreditkarten aufmachen nur eine weitere Hollywood-Lüge ist. Da seht ihr. Bingo. Da gehört Kreditkarten. Das ist nämlich der Punkt. Wow. Oh, dieser Bastard. Ich dachte immer, ich hätte das größere Zimmer. Alter, ist das geil hier. Okay, nice. Ab da gehört Kreditkarte. Kreditkarten sind aus Plastik. Das heißt, die muss auch aus Plastik sein, sonst würde das ja nicht funktionieren. Und, das war jetzt irgendwie überhaupt nicht klar, dass das aus Plastik ist. So, was haben wir denn hier? Oh Gott, ist das scheiße. Oh Gott, habe ich das gerade wirklich gesehen. Hier, die Vitrine mit dem USS Millennia. Die Enterprise mit dem Falken vorne dran. Boah, ist das doof. Das ist mal ein Fernseher, das sind mal Boxen. Figur, Schlüssel, Fluxkompensator, eine Figur. Turret, Trophäen, eine heilige Handgranate. Lebenspotion, Holzscheit, Trophäen, Bilder, Flügel, okay, Statuen, Flügel, ist hier, ach, hier ist ein Stuhl. Schau mal mit den Büchern an. Bücher und noch mehr Bücher. Wie dumm diese Vitrine einfach steht, so kann man gar nicht Fernsehen gucken. Die vollendete Mischung aus Eleganz und Charisma, genau wie ich. Tja, ist klar. Na, ziemlich klein für den Prinzen des Kosmos. Nein. Ach man, der Fluxkompensator. Bücher und Zeugs. Das Zeugs ist mir lieber. Den kann ich wahrscheinlich auch nicht mitnehmen. Ja klar, würde ich machen, wenn der echt wäre. Verstehe ich. So, den Bowser-Schlüssel. Klassischer Schlüssel. Kann ich den denn einpacken? Das wäre gut. Der schließt nichts auf, der ist nur Deko. Dann hätte sein können. Okay. Untere, mittlere, oberste... Ach du Kacke. Nur eine Schublade. Ich mach die mal auf. Geht nicht, ist abgeschlossen. Nehme ich die mittlere. Mist, ist abgeschlossen. Okay, die obere? Da rührt sich nichts. Hm. Hätte sein können. Der Fernseher ist aber geil. Na, das ist ja mal ein Fernseher. Bin nicht stark genug. Ja, wissen wir. Denn da hinten, Regale, wie so ein... Health Pack, das hier kann ich gar nicht zeigen. Das hier ist ein Tron-Bike. Bücher und... Okay, Bücher und Zeugs. Versiegelt. Da ist aber ein Schlüssel. Schloss. Das ist das Schloss. Kriege ich nicht auf. Natürlich nicht. Okay. Dann haben wir einen Turret. Kranker Scheiß. Sentry Mode activated. Schön. Ehrlich gesagt brauche ich... Warum denn nicht? Nimm doch mal mit. Büsten von Schurken. Hübsche Sammlung hat er da. Ein Holzscheit. Mortimers Holzscheit. Wirklich? Den nehmen wir mit. Dieser yeah. Verdammte Irre. Ich wette, das ist alles Teil seines exzentrischen Sicherheitssystems. Mr. Schäfer? Die Statue kann ich nicht... Warte mal, die Flügel, die haben da irgendwas zu bedeuten. Der Flügel vom fetten Engel. Der Flügel vom fetten Engel. Kann ich den Flügel bewegen? Bewegt sich nicht. Kann ich denn, wenn ich den Holzscheit angepackt habe, danach den Flügel anpacken? Bewegt sich nicht. Ehrlich gesagt braucht... Da muss doch irgendwas machbar sein dann. Gibt's hier noch mehr? Nö, ne? Ah, hier unten ist noch eine Verkleidung. Vielleicht kriegt man die dann auf. Die kriege ich wohl nicht ab. Bild? Das nützt bestimmt nichts. Wie kann
kann ich nicht mitnehmen. Ich muss irgendwas... Irgendwas kann ich doch hier damit öffnen. Oder ich baller da einen Plutoniumstab rein. Nee. Blödsinn. Problem ist, es sieht aber auch nicht aus, als würde sich irgendwas ändern, weißt du? Also nichts optisch würde sich nichts ändern. Aber ich könnte mal die Vitrine einfach mit dem Hammer zerdeppern. Ich habe keinen Grund, Mortimers Raum zu verwüsten. Warum denn nicht? Habe ich noch irgendwas übersehen? Regale? Da ist eine Blende unten am Regal. Ja. Kann ich die denn aufkloppen mit dem Hammer? Vielleicht. Ich glaube nicht, dass das... Da muss irgendwas mit dem Holzscheit muss gehen und der schaltet irgendwas frei. Aber was? Boah, das ist schwierig. Das ist komplikado. Ich kann mit dem Dietrich das Schloss leider nicht knacken. Oder? Geht nicht. Hells Sicherheitsschloss war das letzte Gefecht meines Dietrichs. Warum habe ich das Teil denn noch im Inventar, wenn es eh nichts bringt? Mortimers Holzscheit. Mortimers Holzscheit. Ja, und das muss ja für irgendwas gut sein. Irgendwas geht dann auf. Das kriege ich nicht mit. Irgendwas geht dann auf. Ich weiß nicht was. Man kann es auch irgendwie, man sieht auch nichts. Man kann es sich irgendwie orten. Irgendwie so ein Klackgeräusch. Kann ich damit jetzt die Schubladen aufbrechen? Das ist keine gute Idee. Ach, vielleicht sind die jetzt offen. Scheiße, zu langsam. Ah, reicht noch. Okay. Knopf. Eins. Die Bücher sind nach vorne gerutscht. Bücher. Ach, scheiße. Mortys Literaturgeschmack interessiert mich nicht. Ich hätte, glaube ich, das andere zuerst nehmen müssen, oder? Und nun? Da rührt sich nichts. Komme ich jetzt an die zweite? Mist. Oder an die dritte? Oh Gott, ist das ein dummes Rätsel. Geht nicht, ist abgeschlossen. Okay, warte, versuchen wir das nochmal. Ich gehe zum Holzscheit. So. Dann machen wir die obere Schublade auf. So, dann nehmen wir mal blau. Das heißt, ich muss blau anfassen. Mortys Literaturgeschmack. Mortys Literaturgeschmack. Mist, ist abgeschlossen. Ist die obere denn jetzt noch offen? Da rührt sich nichts. Bücher. Ah, okay. Aber wie funktioniert denn das? Was ist, wenn ich an eine andere Schublade gehe? Mist, ist abgeschlossen. Aber die obere funktioniert ja. So, wie soll ich das Rätsel hier verstehen? Ich habe genau die dreifarbigen Bücher. Klar, das ist eins. Das ist von oben die Schublade reingucken. So, ich drücke den grünen Knopf. Das Buch hat sich offensichtlich etwas bewegt. Bücher. Ja, das ist das grüne Buch. Mortys Literaturgeschmack interessiert mich nicht. Mortys Literatur. Ich habe jetzt auf das grüne geklickt, ne? Gut, dann packen wir das. Mortys Literatur. Hallo? Das grüne? Ich habe jetzt aber kein Geräusch. Mist, ist abgeschlossen. Bücher. Mortys Literatur. Hallo?
Mortys Literatur. Morty. Was? Der schlief. Jetzt häng ich fest. Scheiße. Bücher. Das Buch hat sich offensichtlich etwas bewegt. Jaha. Das Ding ermöglicht Zeitreisen. Sagt man jedenfalls. Ja, ich habe keine Ahnung, wie wir das Rätsel lösen. Deswegen speichere ich an der Stelle mal, weil ich habe hier lange genug gespielt. Und sage mal, wir sehen uns dann wieder bei diesem super tollen Rätsel in der nächsten Folge. Macht es gut. Tschüss.